Viele sprechen von Führerschein, meinen aber die Fahrerlaubnis. Ich spreche heute tatsächlich vom Führerschein erst einmal, also von dem Dokument und dem Zusammenhang mit dem dazugehörigen Recht der Fahrerlaubnis. Offiziell ist die Begründung natürlich, die alten Führerscheine sind nicht fälschungssicher. Das heißt, diese neuen Karten kann man nicht fälschen. Das ist glatter Humbug. Wir wissen, dass alles, was bisher an Dokumentationen, an Papieren auf den Markt gebracht wurde, und zwar seit Jahrhunderten, gefälscht wird. Wir haben jede Menge neues Geld bekommen, weil es angeblich fälschungssicher ist. Wir haben neue Personalausweise bekommen, weil sie fälschungssicher sind.